This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truth in Jesus Christ's name. Christian died, suffering at the hands of Rome, because they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be lulled by Rome's sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute am 11. November 2018 zur 9. Diskussionsrunde nach der 9. Lesung von Romanismus und die Reformation habe ich jetzt in Skype die Mikrofone geöffnet, werde sie auch hier in der Kamera jetzt öffnen und ein jeder, der teilnimmt an der Lesung, kann sich dann jetzt beteiligen an der Diskussion und kann sagen, was ihm auf dem Herzen liegt, was er gerne besprochen haben möchte über das, was wir gerade vorgelesen haben, oder kann sonstige Fragen stellen und wir können eben diskutieren, debattieren, uns unterhalten über die Dinge, die uns wichtig sind, im Zusammenhang zumindest zu probieren mit Romanismus und die Reformation. Wie wir sehen, sind wir im Augenblick mit 12 Menschen im Gespräch, mich abgezogen, also 11 Gäste, die hier sind, und bitte, die Mikrofone sind auf. Wenn ihr so freundlich seid, erst euren Namen zu nennen, dass vor allen Dingen eben auch die Zuschauer immer wissen, wer gerade spricht, weil die kennen dich ja nicht alle. Ihr untereinander kennt euch inzwischen schon ziemlich gut. Ich kann auch die ein oder andere Stimme zuordnen, aber auch mir fällt das oftmals noch schwer. Von daher, bitteschön, jetzt bin ich mal still und es ist an euch. Ja, ich würde vielleicht mal den Anfang machen. Andreas hier am Hörer. Hallo Andreas, schön dich zu hören. Und ich muss sagen, eine wirklich ganz starke Lesung heute. Also nicht nur die Verbindung zwischen diesem grandiosen Werk, ja, an dieser Stelle auch der eingeforderte Danke, auch ohne, dass du ihn einforderst, Jörg, und anteaserst. Es ist grandios, dass so ein Buch uns auf Deutsch zur Verfügung steht und doch auch so gut und so ansprechend übersetzt wurde. Ja, vielen Dank, Maximilian. Ja, der hat wirklich eine ganz, ganz tolle Arbeit geleistet. Wie gesagt, ich klatsche dafür. Ich mache das wirklich im Rahmen der Überzeugung. Ich bin selber ja auch schon oft gefragt worden, ach ja, kannst du dies nicht übersetzen, kannst du das nicht übersetzen? Ich sage immer, Jungs,
Ich kann viele Dinge in Englisch verstehen, aber ich kann das nicht mal so eben ins Deutsche übersetzen oder wie auch immer. Und welche Hilfsmittel der Maximilian auch gebraucht oder Viktor, der im Augenblick mindestens genauso viel übersetzt, wie der Maximilian das tut. Ich finde das einfach wunderbar, wie die Leute das schaffen, diese teilweise doch schwierige Englisch aus dem 19. Jahrhundert so toll zu übersetzen und mir damit die Möglichkeit zu geben, zu glänzen. Weil ich kann ja nur vorlesen, was die übersetzen. Ich kann es ja nur so bringen, wie es da steht. Und Maximilian hat mit dieser Übersetzung das so treffend übersetzt, wie Henry Gretton Gillis das im Englischen geschrieben hat, dass es mir so leicht fällt, die Dinge zu sagen, das Buch vorzulesen und zu besprechen. Das ist im Grunde meine zweite Natur geworden. Und dann wird es, ich möchte mal so sagen, dann wird das Wort lebendig. Das ist der Eindruck, den ich auch heute von der Lesung hatte. Ich war selbst sehr zufrieden mit der Lesung. Das will nicht heißen selbstzufrieden, das will einfach nur heißen, ich fand's sehr schön. Danke, Andreas, für deine einleitenden Worte und auch nochmal deine Anerkennung der Arbeit von Maximilian in dem Punkt, ja. Ja, der Text berührt mich auch wirklich und man muss halt sagen, es ist ja die Übersetzung, ja. Und wenn es gelingt, dass die Übersetzung einen so sehr berührt, ja, dann ist sie offensichtlich sehr gut gelungen, ja. Das große Schweigen in der Leitung, immer wenn die Mikrofone auf sind und die Kamera an ist. Sobald die Kamera aus ist, ist das hier ein Taubenstall, kann ich euch sagen. Unglaublich, dann macht jeder den Mund auf und jetzt traut sich keiner. Ich setze auch noch gern ein bisschen fort, aber wie Ja, gesagt, gerne. wenn jemand anders möchte, dann hat derjenige natürlich jetzt auch die Möglichkeit. Ja. Ich werde ja nicht Alleinunterhalter spielen. Nein, das tust du schon nicht, Andreas. Und wenn jemand was sagen möchte, kann er auch immer kurz mal kurz im Chat schreiben. Das und das möchte ich jetzt gerne sagen. Ja, kann er ja auch machen. Also von daher Ja, überhaupt kein Problem, Andreas. Mach mal weiter. dann setze ich noch ein bisschen fort. Also ich wollte ja auf jeden Fall auch sagen, dass die Lesung gelungen ist. Nicht nur, aber natürlich vor allem aufgrund der Übersetzung. Aber auch natürlich großartig, dass du die Vorlage genutzt hast, die Bibel gleich einzubinden an der Passage. Weil das ist ja immer das, was einem, wenn man selber liest zu Hause, denn doch ein bisschen abverlangt, sag ich mal, dass man denn das zweite Buch auch noch zur Hand nimmt und gegenliest. Ja, mit der Hingabe muss man das dann auch erstmal betreiben. Und das ist natürlich sehr komfortabel, wenn man das jetzt einfach so sich anhören kann. Das weiß ich sehr, sehr zu schätzen. Also ich wäre zu meinen Erkenntnissen der letzten Jahre in vielerlei Hinsicht im Weltlichen, aber vor allem auch in der Bibel nicht gekommen, wenn ich das nicht so schön nebenbei hören könnte und mich nebenbei um die Kinder und meinen Garten kümmern könnte. Ich würde mich zu Hause einfach nicht hinsetzen. Ja, in unserer Zeit ist das eine große Überwindung, wo man so viele Dinge irgendwie doch, ich weiß nicht, ob man sie tun muss, aber oftmals tun möchte und glaubt, hier und da überall aktiv zu sein zu müssen. Und dass man das so parallel machen kann, finde ich grandios. Und die Einleitung mit der unsterblichen Seele, auch ein Thema, das mir oftmals schon sehr zu denken gegeben hat. Ich denke mal, da könnten wir vielleicht auch eine kleine Diskussion heute Abend noch draus machen. Sicher, ja, in der Bibel steht es ja deutlich geschrieben, die Toten wissen gar nichts, jetzt mal eben kurz vereinfacht ausgedrückt. Die Lebenden wissen, dass sie sterben müssen und die Toten wissen gar nichts. Und wenn man stirbt, dann schläft man. Und wenn man schläft, dann. Ich meine, der Punkt ist ganz deutlich, er steht in der Schöpfungsgeschichte, um auf diesen Punkt mal kurz einzugehen. In der Schöpfungsgeschichte steht es ganz deutlich drin. Ich schlage es mal eben auf. Es ist im ersten Buch Mose, Genesis. Im zweiten Kapitel wird der Mensch geschaffen. Und da heißt es, da bildete Gott der Herr den Menschen, zweites Kapitel, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub von der Erde und blies den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Er bekam keine Seele, er wurde eine Seele. Also in dem Moment, wenn ich sterbe und ich gebe den Atem ab, dann ist auch die Seele aus meinem Leib weg. Weil ich habe sie nicht bekommen, ich wurde sie und dann bin ich sie nicht mehr. Was da mit der Seele passiert, wie genau das jetzt funktioniert, dass sie bei Gott ist. Und da irgendwie natürlich in uns wieder eingepflanzt wird, wenn Jesus wiederkommt
und wir bei der Auferstehung dabei sind und wir einen neuen Körper bekommen und wir wieder wir sind, das weiß ich auch nicht. Das ist etwas, was ich wahrscheinlich als Mensch mit meinem kleinen, dummen, sündigen, fleischlichen Gehirn sowieso nicht begreifen kann. Aber da glaube ich eben das, was Gott lehrt und was Gott sagt. Der Mensch wurde eine Seele. Und in dem Wikipedia-Artikel, ich muss das mal eben aufmachen hier, wir können das auch mal eben sehen, das war im Vortrag 2, ne? Warte mal, da muss ich den nochmal aufmachen. Den hatte ich schon geschlossen. Im Vortrag 2, da stand das ja drin, glaube ich, von dem Konzil. Warte mal. Stand doch in Vortrag 2, ne? Das Konzil hier erklärte in der 8. Sitzung am 19. Dezember 1513, dass der Mensch eine individuelle und unsterbliche Seele besitze. Das ist genau 180 Grad umgedreht von was ich gerade aus der Bibel vorgelesen habe. So, wenn wir dann mal auf die Wikipedia-Seite gehen und schauen uns das an, dann kopieren wir das. Achso, Brunnenbrauch. Komm. Kopieren brauche ich hier. Und das an Braun brauche ich da nicht zu. Text kopieren. So. Firefox einschalten. Hoffen, dass der Computer nicht abstürzt. Das passiert ab und zu mal. Aber im Augenblick mit der Aufnahme funktioniert es gut. Dann werden wir hier mal kurz die Seite aufmachen. Das dauert jetzt natürlich. Das ist hier das 5. Laterankonzil und da steht es halt drin. Hier unten dran. Bemühen der Kirchenreform, dogmatische Definition über die Unsterblichkeit der individuellen Seele. Lesen wir doch mal eben den ganzen, was ist denn hier los hier, den ganzen Artikel mal kurz vor. In seiner einzigen dogmatischen Definition befasste sich das Konzil mit der Frage der Unsterblichkeit der individuellen Seele. Der Neuaristotelismus, ja, von Aristoteles, dem griechischen Philosophen, der hat ja nun von der Bibel überhaupt keine Weisheit bekommen, hatte die averroistische Vorstellung des Monopsychismus wiederbelebt. Averroes war der wichtigste Kommentator aristotelischer Werke im Mittelalter gewesen und hatte über scholastische Theologen wie Thomas von Aquin mit seinem Werk Summa Theologica, der lebte zwischen 1225 und 1274 und dem all seine Werke aufgebaut waren auf Aristoteles, Sokrates und Plato, auch im Abendland eine breite Rezeption, also einen breiten Empfang erfahren. Nach Averroes ist die vernünftige Seele in allen Menschen numerisch dieselbe. Es gibt also keine individuelle Seele, sondern nur diese allgemeine Seele und diese ist unsterblich. Dies wurde im 16. Jahrhundert auch von Aristotetikern wie Pietro Pomponazzi behauptet. Das Konzil wendete sich gegen diese mit der christlichen, also katholischen zu verstehende Theologie, unvereinbare Vorstellung und erklärte in der 8. Sitzung am 19. Dezember 1513, dass der Mensch eine individuelle und unsterbliche Seele besitze, was die Voraussetzung für eine persönliche Unsterblichkeit ist. So, und damit sind wir natürlich genau da, wo der Teufel will, dass wir sind. Dass wir nämlich uns selbst zu Göttern erklären. Dass wir nämlich sagen, dass wir eben auch unsterblich sind. Gott ist unsterblich. Und wenn der Mensch auch unsterblich ist, also eine unsterbliche Seele hat, dann ist er wie Gott. Und die Schlange hatte recht bei Eva. Ja? Gut. Hab eine Frage, sagt Alexander hier. Betrifft das Eisen und Erz, sind ja nur zwei Elemente, die nicht miteinander haften. Was ist die Bedeutung von Daniel davon? Eisen und Erz, ich weiß, dass ich wieder auf das Erz kommst. Es geht um den Ton, Alexander. Es geht um die Füße der Statue. Eisen, die sind aus Eisen, wie die Beine. Und Ton, ja, es heißt im Englischen Miry Clay. Clay ist die Übersetzung von Ton. Und die haften nicht miteinander. Das ist die Bedeutung. Ja, Ton und Eisen, genau. Also, die Bedeutung davon ist, dass die eben nicht aneinander haften, dass man etwas nicht miteinander verschmelzen kann, was nicht miteinander verschmelzbar ist. Deswegen schafft Rom es seit 1500 Jahren nicht, Europa zu vereinigen, weil die Herrscher, die Könige und das Papsttum nie eine einzige Form bilden. Man kann die nicht miteinander verschmelzen. Rom hat das doch die ganzen Jahre über versucht, durch Heirat und
durch Blutlinienverschmelzung innerhalb der Herrscherfamilien in Europa dafür zu sorgen, eine unangefochtene Herrschaft in Europa immer wieder zu bekommen. Und es geht einfach nicht. Ja? Das ist die Bedeutung davon, dass das Weltliche mit dem Geistlichen eins wird. Und zumindest die paar Protestanten, die da sind, sind immer diejenigen, die da nicht mit dran kleben wollen. Und deswegen funktioniert das nicht. Das ist die Bedeutung von Daniel in der Beziehung. Gern geschehen. Moin, moin, der Kohli hier. Hallo Kohli, schönen guten Abend. Jo, einen Abend in die Runde. Nach Berlin, aus Brüssel. Genau, aus der Hauptstadt. Fast Brüssel, ja, auch die Hauptstadt, die europäische sogar. Ja, und wenn man dann bei Hauptstädte, Regierung und was du sagtest, den Regierenden sind, glaube ich, ist das Problem ja nicht mal so sehr, dass Rom nicht die Unterwerfung der Regierenden, sprich der Machthabenden, kriegt. Das haben sie doch schon lange recht gut im Griff. Und wenn dann mal einer aus der Reihe tanzt, naja, dann verunfallt er schnell oder vergiftet sich. Das große Problem, glaube ich, ist vielmehr die Bevölkerung, die sie nicht flächendeckend unter einen Hut kriegen. Deswegen sage ich ja, es sind ja halt die paar Protestanten, die immer dagegen streben und die sich halt als Ton nicht mit dem Eisen verbinden. Das war mein Problem. Ja, genau, die Menschen. Die Herrscher, Entschuldigung, dass ich dir eben ins Wort falle, Kohli, die Herrscher ja, weil dass die Herrscher sich mit der Hure in Rom verbinden, das lesen wir ja in Offenbarung Kapitel 17, Vers 2. Genau. Die Könige der Welt haben Unzucht mit der Hure betrieben und die, die auf der Welt leben, sind von dem Wein der Unzucht trunken geworden. Trunken in der Hinsicht von der Lehre der Hure durch die Könige sind sie trunken geworden und halt unverständlich und verstehen das Wort Gottes nicht mehr. Bis auf die paar, die Gott auserwählt und die halt immer noch, wie wir hier zum Beispiel jetzt heute da sind und eben Rom Widerstand leisten. Wir, diejenigen, zumindest kann ich da von mir im Brustton der Überzeugung sprechen, die Rom protestieren, die dem Wort Protestantismus die Bedeutung geben, die es eigentlich verdient. Nämlich überall, wo ich gehe und stehe und verbleibe und wo ich auftrete, den Papst, das Papsttum als den biblischen, historischen und prophetischen Antichristen zu terminieren und zu entmasken. Überall, wo ich bin. Das ist das Verdienst und das ist der Punkt auch, den Daniel hier wohl meint, mit Eisen und Ton vermischen. Aber bitte, Kohli, fahr vor, bitte. Ja, genau. Du sagst es ja schon. Und die Strategie haben, oder das Problem haben sie natürlich erkannt, auch schon vor langer Zeit, und dem wirken sie erfolgreich permanent entgegen. Die Schritte sind langfristig und für uns schwer zu erkennen. Aber wenn man eben die Bevölkerung nicht unter einen Hut kriegt, dann muss man die Bevölkerung ausrotten. Und das macht man dann langsam und schrittweise. Wo in Spanien oder in Griechenland zum Beispiel gibt es dann noch die ursprüngliche Bevölkerung, wie sie dort vor 1000, 1500 Jahren lebte. Die ist komplett weg. Und so wird das immer weiter gemacht und jetzt sind wir im protestantischen Kernland und da wird jetzt die Bevölkerung auch ausgetauscht und dann ist man das Problem auch los. Ja, die dann Grünen, Entschuldigung, dass ich da mal ins Wort falle. Die Grünen sagen ja, Deutsche sind nur nicht Migranten. Das ist eine Aussage der Grünen-Partei von vor einigen Jahren. Ja. Und da heute das Land voll ist von Migranten, was soll ich über die Grünen sagen? Über Kinder, Schänder und Ähnliches. Da muss man nicht drüber diskutieren, Kolli, da hast du natürlich vollkommen recht, da geht es mir auch nicht drum. Aber diese eine Aussage ist sowas gegen Deutsche und Deutschland gerichtet. Da hat man genau die Bestätigung von dem, was du gerade eben sagst, auf politischer Basis. Ja, ja, die Blöße geben sie sich ja permanent bei Demonstrationen mit Plakaten und Ähnliches. Wer dem nicht glaubt, der braucht ja bloß Sachen sehen, die Roth gesagt hat, sich da Zitate anhören. Aber gut, nun ist man im Kernland angekommen.
und vernichtet da den Rest. Und dann hat man eine Bevölkerung, die entwurzelt ist, die keine Tradition und Verbindungen und geschichtliche Kenntnisse über ihre Ursprünge hat, die keine Kenntnisse über die Ursprünge in diesem Land hat. Und denen kann man erzählen, was man will. Da ist keine Kenntnis mehr da, da ist nur noch ein Mischmasch da. Und dann kann man denen oft doktrinieren, was man will. Das sind praktisch leere Bücher, die neu beschrieben werden. Das war das, was ich dazu sagen wollte. Mhm. Schön. Hier wurde gerade ein Artikel gesetzt, jetzt in Skype von Christian, den ich hier dann mal eben aufmache. Vereinte Nationen greifen Prinzipien des Vatikans auf. Ich habe gestern war es, glaube ich, ein Video gesehen, auch von vor ein paar Tagen, ein Video gesehen von Eric777 in Englisch, der sich auch mit der Sache beschäftigt hat. Und der die ganzen Leute, die im zum Beispiel in den Vereinten Nationen und in Staaten wie Amerika und so weiter, die Verantwortlichen sind für die Immigration. Und das sind alles Jesuiten. Ausnahmslos. Wenn man sich mit der Sache mal beschäftigt, dann muss man gar nicht nur dieses oberflächliche Papier hier von Vatican News VA lesen, was ja eine offizielle vatikanische Webseite ist, sondern dann kann man sich auch mal alternativ informieren, wie zum Beispiel über Eric777. Wer Englisch kann, sollte sich den Kanal gerne mal anschauen. Und da dann wirklich erfahren, dass die ganzen Drahtzieher hinten dran, die hier natürlich überhaupt nicht genannt werden, aber das kann sich ja jeder mal gerne durchlesen, dass die ganzen Drahtzieher alles Jesuiten sind. Ja. Wer möchte denn da gerne was sagen? Nicht, dass ich jemanden abschneide. Michael, hallo. Hallo Michael. Schön, dass du Zeit gefunden hast, doch noch zu kommen. Ja, ich bin ein bisschen später reingekommen. Ich wollte mal kurz einen kleinen Schwank zu den Grünen geben. Wie heißt der jetzt noch? Kohli? Kohn-Bendit? Nein, hier gerade mein Vorredner. Ach so, Kohli. Kohli, ja. Genau, Eckhardt. Ja, hallo, grüß dich. Nur mal kurz zu den Grünen. Wie ist die Farbe des Islam? Ja, ich weiß schon. Ne? ja, aber das ist halt einfach schon interessant, welche Politik die machen. Ne? Aber da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ich wollte was anderes eingehen, wo ich jetzt nicht sicher war, ob der Alexander das nicht vielleicht auch gemeint hat, und zwar die Sache mit diesem Erz. Da in der gnostischen Lehre Erz als Metall benannt wurde oder benannt wird, was angeblich die Engel den Menschen zur Verfügung gestellt haben in Form der Schwert- und Schmiedekunst. Das deutsche Wort Erz hat jetzt mit der ursprünglichen Übersetzung des Wortes Erzengel aber auch wirklich gar nichts mit diesem Bodenerz zu tun. Denn die originale Übersetzung von Erz ist aus der King James Bible in puncto Erzengel, Archangel. Und dieses Archangel in Englisch bezieht sich auf das hebräische Wort. Da nehme ich mir jetzt einfach mal dieses Isort zur Hilfe. Ja, das ist gut. Warte mal, ich mache das gleich mit. Wenn ja, die Leute das ja auch mal sehen, dann sehen wir genau. Das im Dinge. Genau, da gibt es ja, das ist mir diese Woche ja mal aufgefallen, wo ich ein bestimmtes Video gesehen habe, was ja hier die Runde gemacht hat. Dann mach's mal bitte auf und du kannst eine Bibelstelle nehmen, zum Beispiel 1. Thessalonicher 4,16. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Jetzt geht es dir um Erzengel, genau. Also G743. Genau. Richtig. Das Wort kommt aus dem Griechischen Archangelos, genau. A chief angel, also ein Leben. Hauptengel, ein Erzengel, wenn man das ins Deutsche. Ja, beziehungsweise ein Anführer. Ne, bei ein Chief, Anführer, ja. Ein Anführer. Also kein Bezug zu irgendeiner Schmiedekunst, kein Bezug zu irgendeinem Metall, kein Bezug zu irgendeinem
zu diesem Erz eben. Und das wollte ich nochmal klarstellen, weil, wie gesagt, dieses jetzt in einem Video behauptet wurde, was ich diese Woche leidvoll mit erleben musste. Mhm. Und ich habe da also dann auch nur geschlackert mit den Ohren, habe gedacht, ja, denn wenn man den Wortstamm nicht kennt und eben die Bibel nicht liest, dann kommt eben solche Missverständnisse, salopp gesprochen, kommen dann halt eben vor. Da sollte man sich dann aber immer schlau machen, wo der Wortstamm dann herkommt. Und der kommt halt eben aus dem Hebräischen und Griechischen Dictionaries und heißt dann eben eigentlich einfach der Anführer der Engel. Ja. So, dass die halt verschiedene Aufgaben haben, beispielsweise Gabriel eigentlich so der Botschafter ist, also wenn man jetzt so will, der Merkur unter den Engeln. Aber das sei mir jetzt verziehen, der kleine Gag. Das sei dir verziehen, ja. Ja, dann ist es letzten Endes ja nun mal halt so, dass Michael halt der Engel ist, der halt das Schwert ergreift, meinetwegen. Aber es gibt noch andere Erzengel und die haben eben mit Erz nichts zu tun, sondern es kommt halt einfach hier von diesem Wortstamm Archangelos. So, und damit ist halt diese Geschichte mit dem Erz hoffentlich ein für alle Mal auch beerdigt. Gut. Ja, großes Schweigen in der Leitung, wie immer. Ich habe dann noch was zu den Grünen dazu zu sagen. Ich habe mir vor einiger Zeit mal ein paar Zitate von den Grünen rausgeschrieben, was die wirklich von Deutschland finden. So sagt zum Beispiel Jürgen Trittin, der war ja, glaube ich, mal Vorsitzender von Bündnis 90 Die Grünen: Deutschland verschwindet jeden Tag immer mehr und das finde ich einfach großartig. Deutsche sind nicht Migranten, mehr nicht, sagt Claudia Roth. Und der Vorstand der Bündnis 90 von Grünen in München sagt, es geht nicht um Recht oder Unrecht in der Einwanderungsdebatte. Uns geht es zuerst um die Zurückdrängung des deutschen Bevölkerungsanteils in diesem Land. Und um den Ganzen noch die Krone aufzusetzen, haben wir hier eine amerikanische Regierungsanweisung vom 4. Juli 1994. Deutschland wird nicht mit dem Ziel der Befreiung besetzt, sondern als eine besiegte feindliche Nation zur Durchsetzung alliierter Interessen. So viel wollte ich dazu mal eben loswerden. Oh, jetzt gebe ich das Wort gerne wieder an die Gemeinschaft hier zurück. So war das Verschwörungspraxis. Ja, eine Verschwörungstheorie ist ja nur so lange Theorie, bis man endlich mal sich auf die Suche macht nach den Fakten, die hinter der Theorie stehen. Ja. Bei den Beweisen kann man ja nun nicht mehr von Theorie sprechen. Kolli, wenn du Google öffnest und du schaust in Wikipedia, also nicht Google, schaust in Wikipedia unter Neue Weltordnung, dann steht da in Klammern hinter Verschwörungstheorie. Dabei haben Päpste, amerikanische Präsidenten und andere Leute ganz deutlich die Worte New World Order in den Mund genommen und ausgesprochen. Angefangen von George H.W. Bush 1991 in seiner Rede, über Papst Johannes Paul II. Bis zu ich weiß nicht wem noch und zum Beispiel Joe Biden, der Minister des Innern, glaube ich, unter der Obama-Regierung war, Jesuiten geschult natürlich, der hat eine Rede gehalten vor dem Militär, wo er ihnen sagte, dass sie dafür verantwortlich sind, dass die neue Weltordnung durchgesetzt wird. Kann man sich auch im YouTube angucken, diese Rede. Florian, was sagst du hier? War am Samstag auf dem größten Schweizer Friedhof. Beim Nebeneingang steht folgendes Grab. Dann schauen wir uns das doch mal eben an. Sœur de la Providence, also Schwestern der Providenz. Und dann das untere hier, das kann ich nicht alles lesen, was da drin steht. Hast du dir die Inschriften angeschaut, Florian, als du da warst, dass du uns sagen kannst, was hier genau draufsteht? Weil ich kann das so, wie das hier fotografiert ist, jetzt nicht lesen. Ist natürlich schon mal ein interessantes Bild, ne? Also wenn der Michael sich mal eben meldet, dann würde der jetzt gerade sagen, das ist ein sehr interessantes Muster, was sich da ergibt. Das könnten irgendwelche Menschen sein, die doch maurerische Fähigkeiten haben. Durchaus. Oder der Mann war Ägypter. Der wer? Der Mann war Ägypter. Mann war Ägypter, ja, okay. Möglicherweise. Ja, ja. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, gell? Und das steht also auf dem größten Schweizer Friedhof.
Ja, interessant fand ich auch, da waren ja ein paar Leute, die letzte Woche, glaube ich, irgendwo links gesetzt hatten in die Diskussionsrunde von Romanismus und die Reformation über die Schweiz und die Gründung der Schweiz. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer das war. Das werden wohl ein paar von unseren Schweizer Brüdern hier gewesen sein. Ich glaube, wir haben ja total drei hier in der Gruppe. Also die Schweiz ist sehr gut vertreten. Das müsste der Yves gewesen sein. Ja, der Yves, der Florian und dann gibt es ja noch den... jetzt komme ich doch nicht auf seinen Namen. Entschuldigung. Kurt Felix. Nein. Nein, komm, nicht beleidigen. Ganz toller Bruder. Jetzt komme ich echt nicht auf seinen Namen eben. Ist ja auch wurscht. Jedenfalls, unsere Schweizer Brüder haben dann diese Papiere gemacht oder diese Links gesetzt, wo man ganz deutlich sehen kann, wie die Tempelritter im Grunde verantwortlich sind für die Gründung der Schweiz. Und wenn man sich in der heutigen Welt umguckt, dann ist das ja auch gar kein Wunder, dass die Schweizer die Garde, die persönliche Leibgarde des Papstes stellen und dass die Schweiz ein unabhängiger, außerhalb der EU-Direktion liegender Staat ist immer noch. Ne? Und dass die Schweiz weder im Ersten noch im Zweiten Weltkrieg auch nur mit einer einzigen Bombe belästigt wurde. Ne? Ja, so viel dazu. Gut, das Foto haben wir uns lang genug angeschaut. Dann schaue sich die Flagge der Schweiz mal einmal an. Also stimmt nicht ganz. Die Schweiz wurde einmal getroffen oder mehrmals sogar im Zweiten Weltkrieg. Wurde die Schweiz bombardiert im Zweiten Weltkrieg, ja? Ja, genau, ja. Also, aber eben, ob es absichtlich ist oder nicht, das weiß man nicht, aber sie wurde mal berührt an der Grenze. Aber mal besonders zerstörerisch wird das ja anscheinend nicht gewesen sein, ne? Ja, zum Teil schon, also beim Bereich Bodensee schon. Ja, da haben sie wahrscheinlich eher versucht, Deutschland zu treffen, ne? Sind ein paar abgeglitten oder so. Denke ich auch, ja. Aber eben, es ist schon eine spezielle Situation gewesen, im Zweiten Weltkrieg, die Situation von der Schweiz. Also hier spricht der Alexander. Ja, Alexander, genau. Ja. Den Namen hatte ich noch gesucht. Tut mir leid. Ja. Kein Problem. Kann mal passieren. Naja, der verantwortliche Lanzer wurde wahrscheinlich sofort exekutiert. Wahrscheinlich, ja. Wie gesagt, Herrling. Er wurde beim Gauleiter zum Rapport gerufen. Ja. Übrigens haben wir jetzt gerade 100-jähriges Bestehen des permanenten Staatsstreichs in Deutschland. Ja, du meinst von der Weimarer Republik da, die sie da damals da in die Welt gerufen haben. Naja, die Ausrufung der Republik da vom Balkon aus. Ach, Stresemann, ja. Der gar nicht die Macht hatte, diese Republik auszurufen. Ja, er und ein paar andere haben ja gerufen, aber auf ihn haben sie dann gehört. Ja, wird gerade groß gefeiert und in Frankreich wird ja auch gerade wieder einiges besprochen. Gerade heute am 11.11. Ja, wieso? Was ist denn da besprochen worden? Weiß ich jetzt nicht. Na, große Treffen unserer Führer. Frankreich, Deutschland und der Amerikanische war auch zu Gast. Und wenn man das dann noch in Verbindung mit dem Datum sieht, da öffnen sich doch den kabbalistisch Geschulten auch wieder viele Verbindungen. Am 11.11., was ist denn das für ein kabbalistisches Datum? Na, eigentlich der 9.11., aber die sind ja da auch der schon... 9.11., da müssen wir nicht drüber diskutieren. Das sind ja schon ein paar Tage zu lange. Eben, ach so, das war am 9. dann, dass sie zusammengekommen sind, ja. Ja, ja, der 9.11. war ja Ende des Ersten Weltkrieges, war Reichspogromnacht in 38 und Fall der Mauer 1989. Lustig fand ich, dass sie da im Fernsehen an dem Tag zwar immer die drei Dinge erwähnt hatten, aber dann haben sie hauptsächlich gelabert über die Reichspogromnacht und den Antisemitismus und wie wir alle ganz furchtbare, grausame, fürchterliche Nazis sind in Deutschland. Ja, da haben sie drüber ausgeweitet. Die anderen beiden Dinge haben sie mal eben so am Rande erwähnt und dann Reichspogromnacht. Naja, die Franzosen haben damals schon eine gute Grundarbeit gelegt mit der Dreyfus-Affäre, die 1894 anfing und die anfing, den Antisemitismus von den Jesuiten geleitet in Europa zu säen. Da kosten wir heute noch von den Früchten des Baumes.
Ja, den sehen wir ja auch zum Beispiel London mit Jack the Ripper. Da haben sie ja auch versucht, The Dune unterzuschieben. Oder Wien um eine Jahrhundertwende war ja auch eine Hochburg des Antisemitismus. Aber darüber wird heute nicht mehr gesprochen. Nee, nee, es ist nur Deutschland, das Nazi- und Anti-Jüdisches. Ja. Aber gut, da kennen wir ja nun alle zu Genüge. Richtig. Wir haben ja zum Glück die Bibel, an die wir uns wenden können, und da steht die einzige Wahrheit drin, dass wir uns nicht so viel mit der Lüge im Antichristensystem beschäftigen müssen. Aber es ist wichtig, diese Lüge immer mal anzusprechen, um sie eben aufzudecken als das, was sie ist. Eben eine Lüge in dem System. Eine Lüge mit System. Nicht nur in dem System, sondern eine Lüge mit System, um die Leute in die Kontrolle reinzubringen, in die sie bringen wollen. Ich meine, Zbigniew Brzezinski, der Sicherheitsberater verschiedener amerikanischer Präsidenten ab Anfang der 70er Jahre bis heute, hat es einmal sehr gut zum Ausdruck gebracht in einem Interview, dass er sagte, vor so und so viel langer Zeit war es leicht, 1 Million Menschen zu kontrollieren. In der heutigen Zeit ist es so viel leichter, 1 Million Menschen einfach umzubringen. Wenn sie sie nicht mehr kontrollieren können, was machen sie dann? Ja, wir sind jetzt knapp 40 Minuten in der Diskussion drin. Ich höre keine große Regung, Begeisterung, um irgendetwas zu diskutieren. Auch nicht über das, was gelesen ist, dass da noch irgendwelche Fragen sind. Wenn Eine sich. noch, eine noch, Ja, eine bitte, noch. Michael. Einen habe ich Sag noch, mal. einen habe ich noch. Es ist im Endeffekt so, wenn ich mich an die Leser erinnere, das war nämlich gerade mein Gedanke, was hat jetzt alles, was gibt es noch zu lesen zu sagen, ist es so, dass die katholische Kirche dann mit der Wahrheit herausrücken wird, wenn sie in der absoluten Übermacht ist. Ja, wie du vorgelesen hast, da kurz vor der Reformation, also kurz vor dem Anschlag der 95 Thesen durch Martin Luther. Mit dem fünften lateinischen Konzil damals, 1513 bis 1517. 1513 hatte ich jetzt auch im Kopf, genau. Ja, das lief bis Dann, 1517, bis März, also bis ja, kurz vor den ja, ja. Anschlägen, ja. Ja. Ich denke, das ist halt einfach vor den Anschlägen, ja. Entschuldigung, ja. Das Ja, hatte der ich war jetzt gut, nicht ne? doppelt. Das war eine Freundschaft, das war wirklich jetzt Unterbewusstsein oder wie auch immer jetzt, ne? Ja, hier, von 1512 bis Genau. 1517 im Lateran Genau, zurück. deswegen denke ich, wir werden schon die Wahrheit erfahren, aber dann, wenn es quasi zu spät ist. Das heißt, dann, wenn alles durchgedrückt worden ist. Ja, dann, wenn alles gedruckt worden ist, dann, wenn alle Gesetze veröffentlicht sind, dann, wenn es einfach kein Zurück mehr gibt, dann werden wir die Wahrheit erfahren und dann macht es eben keinen Unterschied mehr. Dann kann man sich kann die Seite sich eben damit brüsten. Und ich glaube, das ist das, was uns bevorsteht. Und wenn man sich ansonsten das Maul zerreißen möchte über Politiker, kann man das gerne machen. Ist immer eine sehr interessante, erheiternde Beschäftigung. Aber ich halte es da immer mit diesem Satz, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Also die ganzen Worte, die da gewechselt werden, sind eh alles Scheingefechte und lenken eigentlich immer vom Wesentlichen ab. Deswegen kriegt man ja da auch genau wie von der NASA nie eine direkte Antwort. Und deswegen glaube ich einfach, an ihren Früchten wird man sie erkennen und wir sehen die Früchte. Ja, es wird viel erzählt, es wird unheimlich wenig getan und schon gar nicht die Menschen, die halt einfach diese Politiker überhaupt erst in diese Position gebracht haben und diese Menschen halt einfach, die werden am schlechtesten behandelt, die eigentlich die Leistungsträger sind. Und daran sehen wir eigentlich schon, wessen Geist dem innewohnt. Ja, my comments, my two cents. Gut. Ja, die ganze Sache ist ja verdreht. Also ich hatte heute Morgen kurz das Radio an, da ging es um auch Antisemitismus. Und dann hat man gesagt, die Kirche hätte eine wichtige Rolle zu spielen, diesem Antisemitismus, eine aufklärende Rolle. Ja, wenn man ansieht, ja, dass der Urheber eigentlich von diesem Antisemitismus genau die sind, wie eigentlich die Aufklärungsarbeit betreiben, dann ist es die größte Heuchelei, was da besprochen wird oder zelebriert wird. Das ist die beste Propaganda. Ja, nicht mal Propaganda, ja, wie man es will nennen, aber das ist ja, es ist schlimmer wie Propaganda, es ist eine, wie war ich noch das? Es ist das System der Jesuiten, die immer dafür sorgen, dass sie ihre eigene Opposition selbst gründen. Und dadurch kontrollieren sie immer beide Seiten. Und die Menschen, die sich dieses Theater anschauen, werden immer entweder zur einen oder zur anderen Seite tendieren. Sie haben nie begriffen, dass man nicht zwei Herren dienen kann. Sie wollen immer entweder auf rechts oder auf links verteilt werden und sie werden immer eine der Seiten Partei ergreifen.
und sie werden nie verstehen, dass die Jesuiten beide diese Seiten kontrollieren und führen. Das steht so in dem Eid der Jesuiten bereits drin. Das war die letzte Arbeit, die Andreas für mich gemacht hat, damals toll. Die Übersetzung übrigens nochmal, Dankeschön dafür, Andreas, die Übersetzung des Jesuiteneids, die ich dann ja in zwei Videos nicht nur vorgelesen, sondern auch seziert habe, auseinandergenommen habe, wie das sonst keiner im deutschen Sprachraum bis jetzt gemacht hat. Und dafür gesorgt habe, dass man eben ganz deutlich versteht, dass eben die Jesuiten immer beide Seiten kontrollieren, hauptsächlich von Staaten, die Freiheit, Glück, die Kunst und Religion gefrönt haben, dass da die Jesuiten reingeschickt werden, um Zwietracht zu säen und diese Staaten zu gewalttätigen Handlungen zu verleiten. Jörg, darf ich noch eine Bemerkung in Richtung Politik machen, die mir gerade einfällt? Nur ist in Richtung Politik, das ist jetzt mir gerade so ganz schlüssig eigentlich eingefallen. Unsere Kinder, naja gut, oder unsere Generation, die an die AfD als Alternative glaubt, entstammt der Generation, nämlich unserer, die wir letzten Endes an die Grünen als Alternative geglaubt haben und die unserer Eltern, die an die FDP als Alternative geglaubt haben und unserer Großeltern, die dann an die Zentrumspartei als Alternative geglaubt haben. Das geht durch alle Reihen durch und im Endeffekt hat sich nichts, aber auch wirklich gar nichts geändert und es war nie eine Alternative in Sicht. Es kann keine Alternative geben zu einem jesuitisch kontrollierten System. Außer das System von Gott. Also das heißt, sich dann aus dem Jesuitensystem rauszuhalten. Aber innerhalb des Jesuitensystems gibt es keine Erlösung, gibt es keine Wahrheit, gibt es nichts, wo man sich hinfliehen kann. Nichts. In dem Moment, wo du eine Partei gründest, betreibst du das römische Spiel Divide et Impera, teile und herrsche. Ja, das ist ganz richtig. Ja, das ist das, was die meisten nicht verstehen, wenn ich sage, wir haben ein Einparteiensystem. Die haben nur verschiedene Farben. Aber alle das ist die gleiche Partei. Ja, genauso wie es diese... Ich habe ja dieses Bild da von den amerikanischen Parteien, glaube ich. Warte mal. Gucken, ob ich das eben schnell finde. Ja, da kann mich der Meuter in Sinn von der AfD, der wurde ja auch in einem Interview zu diesem ganzen Immigrationspaket interviewt. Also er ist ja ziemlich ein von den wenigen Politikern, der das offen darlegt, was da unterschrieben worden ist oder wird. Aber er wird dann auch gefragt, warum können die Merkel das unterschreiben? Was ist ihr, wie soll ich sagen, der Instinkt, dass sie das machen? Und dann sagt der Meuter ein Satz, der ist sehr interessant. Und zwar, er möchte sich nicht auf einer Verschwörungstheorie sich hineingeben. Also, dass er so sagt, klar, er möchte sich nicht in eine Verschwörungstheorie hineinmanövrieren, bedeutet ja, er weiß ja eigentlich, was dahinter steht. Er kann diesen Schritt nicht wagen, sonst würde er ja in eine Verschwörung hineintreten und diese offendecken oder offenlegen. Dann würde ja die katholische Kirche damit angeprangert werden. Und das darf er ja nicht machen, sonst eben wird ein Verschwörungstheoretiker genannt werden. Aber eben, Politik ist eben ein Geschäft, da verkauft man seine Seele damit. Schöne Aussage hier in dem Bild, ne? Weißt du, manchmal denke ich, Republikaner und Demokraten sind eigentlich nur die verschiedenen Backen desselben Hintern. Auf Deutsch übersetzt. Und das gilt so natürlich dann in Deutschland für die CDU und die SPD, um jetzt mal die großen Volksparteien zu nennen. Oder wenn andere sich zu diesen Volksparteien entwickeln, dann gilt das eben für die. Deswegen das Bild davor, was ich hier reingemacht habe. Derselbe Mist, unterschiedliche Haufen. Ja. Oder wie meine Mutter immer sagte, steckst du alle in einen Sack, haust du drauf und du triffst immer einen richtigen. Ja, das kenne ich auch.
Was sagt Florian hier? Du kannst dich drehen und wenden, der Arsch bleibt hinten. Ja, das ist gut. Da gibt es viele Dinge, die auch mal ein bisschen auf der lustigen Seite sind in der Hinsicht, ja. Ich möchte da vielleicht der Fairness halber noch ergänzen, Andreas hier nochmal, da ich ja selber politisch in den letzten Jahren so ein bisschen aktiv war, was jetzt weniger damit zu tun hatte, dass ich glaube, dass das der Weisheit letzter Schluss ist und man da wirklich aktiv sein müsste, aber ich bin nun mal mit netten Leuten zusammengekommen, die dort eine Initiative starten wollen. Und ja, die Initiative, in diesem Fall Partei Deutsche Mitte, war schon vom Kern auch mehr wieder von den, sagen wir mal, nicht dem, der die Partei gegründet hat, sondern denjenigen, die mitgemacht haben, wirklich sehr ehrlich gemeint. Und ich habe eigentlich keinen Stein des Anstoßes dahingehend gefunden, dass Leute wirklich in großer Menge irgendwie falsch waren. Aber man muss natürlich sagen, dass die Parteien mit den Menschen, die wirklich versuchen, das Beste für die Allgemeinheit auf Papier zu bringen und auch nur das zu versprechen, was man auch wirklich einhalten will und so weiter und so fort, natürlich nie auf den grünen Zweig kommen. Die kriegen natürlich nie eine Finanzierung. Und wenn sie eine Finanzierung kriegen würden, dann würde es auch andere Methoden geben, sie sofort wieder zu zerschlagen. Aber es bemühen sich schon Menschen, so ist es nicht, aber ergebnislos. Das ist ein interessantes Bild, was hier gerade reingestellt wurde von Stefan über John F. Kennedy, der die Ruthless, also das ist die rücksichtslose Verschwörung hier aufgedeckt hat. Ist in der Hinsicht ganz witzig, weil ich heute Nachmittag eine Lesung gemacht habe mit Bruder Brett in Englisch, wo wir das Buch von James Edgar Wiley, das er 1862 veröffentlicht hat, The Last Exodus, also der letzte Exodus, gelesen haben. Den letzten Teil in Kapitel 8. Leider war Michael dieses Mal da nicht bei, konnte uns nicht begleiten, aber ich habe ihm eine Kopie der Aufnahme geschickt. Vielen Dank. Und da hatten wir gesprochen über die über diese Rede von John F. Kennedy, die er 1961 gehalten hat. Diese Rede über die Geheimorganisation, wobei er eben hier am Anfang sagt, we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy. Und da habe ich nochmal den Nachdruck drauf gelegt. Wir hatten da also schön drüber gesprochen. Ich habe jetzt auch keine Lust, das alles ins Deutsche zu übersetzen. Ich gebe nur mal kurz die Idee, worum es geht. Also der James Edgar Wiley hat in einem Stück seines Buches genau darüber gesprochen. Und der hat einige Jahre vor John F. Kennedy gelebt. Und deswegen habe ich diesen Spruch der Geheimgesellschaften von John F. Kennedy rangeholt, wo er sagt, monolithic and ruthless ruthless and monolithic conspiracy. Es ist umgekehrt. Der Spruch ist hier nicht richtig wiedergegeben. Das heißt ruthless monolithic conspiracy. Also, für diejenigen, die des Englischen nicht so mächtig sind. Ruthless ist also rücksichtslos. Monolithic ist eine monolithische, also mono von einzeln. Conspiracy ist Verschwörung. Eine Verschwörung ist aber immer mit mindestens zwei Parteien. Und John F. Kennedy gebrauchte hier die Aussage einer monolithischen Verschwörung. Das heißt, er gebraucht einen Widerspruch, ein, wie man so schön im Englischen sagt, Oxymoron. Aber es ist kein Widerspruch, es ist die absolute Entblößung des Jesuitenordens, wo der Gedanke und die Handlung des Generals sich auf jedes einzelne Glied in der Gesellschaft Jesu überträgt und jedes einzelne Glied das ausführende Organ der Gedanken des Generals ist. Von daher, weil es der General ist, ist es monolithisch, es ist eine Person und da es von vielen Menschen dem ganzen Körper des Jesuitenordens ausgeführt wird, ist es eine Verschwörung. So muss man monolithische Verschwörung, also diesen Widerspruch an sich, verstehen. Und es gibt keine zweite Organisation auf dieser Welt, auf die eine Aussage wie eine monolithische Verschwörung zutrifft, außer den Jesuiten. Die wussten ganz genau, dass er sie meinte und er wusste ganz genau, wovon er sprach. Für diejenigen, die es nicht wissen, John Fitzgerald Kennedy war ein Ritter vom Orden der Ritter von Kolumbus. Das ist die amerikanische Abteilung der Malteser Ritter. Sein Vater
war ganz schwer involviert in Geschäften im Zweiten Weltkrieg mit der Bank von George Bushs Großvater, Herbert Walker Bush, der noch nach dem Zweiten Weltkrieg verurteilt wurde für Handel mit dem Feind, Handel getrieben zu haben mit dem Feind. Die Kennedys sind eine in der Regierung die ganz tief involvierte Familie, schon immer gewesen. Warum sie ausgerechnet John F. Kennedy gewählt hatten als Präsidentschaftskandidaten, auf jeden Fall war John F. Kennedy der zweite katholische Kandidat für die Präsidentschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika. Den ersten hatte ich vorhin in der Lesung erwähnt, erinnert ihr euch? Alfred E. Smith, von dem ich auch, ich meine, es war in Hinter den Diktatoren gesprochen hatte. Stimmt das nicht, Michael? Hatten wir da nicht drüber gesprochen, Hinter den Diktatoren? Ja. Über das Alfred E. Smith-Dinner, ne? Da hatten wir ja auch, glaube ich, in einer anderen Lesung noch drüber gesprochen. Ja, ich dachte, es wäre da, weil da der Alfred E. Smith zur Sprache kam, der eben 1928 der erste katholische Präsidentschaftskandidat in den Vereinigten Staaten von Amerika war und der es damals nicht geschafft hat. Und Kennedy war der erste offizielle katholische Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der, und das wissen auch viele nicht, vor seiner Wahl 1960 aus Washington, wo er wohnte, nach Texas ging und dort vor einer großen Versammlung von protestantischen Kirchen oder Würdenträgern protestantischer Kirchen ihnen versichert hat, dass obwohl er Katholik ist, er den Papst nicht regieren lassen wird in seiner Regierung. Und deswegen überhaupt erst den Zuspruch von Protestanten bekommen hat und überhaupt erst zum Präsidenten gewählt hat werden können. Nun, das war John F. Kennedy in den 60ern. Er ging aus Washington, wo er wohnte, nach Texas, um den Protestanten zu versichern, dass der Papst nicht regiert, wenn er an die Macht kommt. 40 Jahre später kommt ein George W. Bush Jr. aus Texas, wo er wohnt, nach Washington, wo der Katholizismus regiert, wie wir aus Herrscher des Bösen perfekt wissen, und versichert den ganzen katholischen Würdenträgern, dass er, obwohl Protestant offiziell, wohl dem Papst hörig sein wird. Und wurde dann 2000 und 2004 zum Präsidenten gewählt. Ja? Interessant, wenn man diese Geschichte weiß, dass Kennedy das in den 60er Jahren gemacht hat und Bush in den 2000ern genau umgekehrt. So. Und dann eine blasphemische Frage. Wurden auch die Wahlautomaten gesegnet? Das weiß ich nicht, da war ich nicht bei, Junge. Aber du kennst die Geschichte, ne? Mit Florida und mit dem. Ja, ja, das war bei Bush, ne? In der Zeit. Ja, genau. Ja, in Amerika kann auch noch die Toten wählen. Das wird in Deutschland nicht viel anders sein, schätze ich. Das mit Wahlen ist das wie mit Statistiken. Glaube keiner, die du nicht selbst gefälscht hast. Ne? Und auf welche Art und Weise sie das machen, weißt du, im Grunde, das spielt doch alles gar keine Rolle. Wenn ich weiß, dass der Kandidat der rechten Partei von derselben Person gelenkt und gesteuert und kontrolliert wird, wie der von der linken, dann spielt es auch keine Rolle, wer an die Macht kommt. Eins der besten Beispiele finde ich persönlich immer noch in der Wahl von 2004. Wo George W. Bush für die Republikaner einstand und John Kerry für die Demokraten. Und beide waren Mitglieder von Skull and Bones, die Geheimgesellschaft aus der Yale-Universität, die übrigens von einem Deutschen gegründet wurde. Nicht nur die Universität, sondern auch die Geheimorganisation Skull and Bones, Schädel und Knochen. Mit den gekreuzten Knochen auch ein Wahrzeichen der Piraten und ein Wahrzeichen der Jesuiten. Davon mal ganz abgesehen. So, wir sind bei einer knappen Stunde dieser Diskussion, die sich ja doch ziemlich hingeschleppt hat, angekommen. Und von daher würde ich sagen, wenn nicht noch jemand irgendein Schlusswort hat, der mich jetzt dann kurz unterbricht, dann schließe ich diese Diskussion für heute ab. Keine Unterbrechung. Gut, dann danke ich jedem für die Teilnahme. Ich wünsche noch einen schönen Abend, eine gesegnete Woche. Und hoffe, dass wir uns nächste Montagnacht am 18. wieder treffen, um dann die 10. Lesung von Romanismus und die Reformation aufzunehmen und nach der Lesung zu einer weiteren Diskussion hier zusammenkommen können. In der Zwischenzeit wünsche ich jedem eine gute Zeit
hoffentlich eine gute Zeit, um die Bibel zu studieren, und eine gesegnete Woche. Bis dann. Maranatha.